Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kleine Fortsetzung zu dem, was kommt. Beim letzten Mal haben wir schon gesehen, dass Israel auseinanderbricht und in zwei Teile zerteilt wird, nämlich in einen nördlichen Teil und in einen südlichen Teil. So wie auch in der Antike, zur Zeit der Könige unter Jerobeam und Rehabeam, Israel geteilt wurde in Ephraim und Juda. Das wird wiederkommen. Dann wird Israel in einer Situation sein, die das Land wahrscheinlich so nicht überstehen wird, weil die Umgegend einfach dazu viel zu feindlich ist. Also das moderne Israel, so wie wir es kennen, bricht in zwei Teile auseinander. Es kann gut sein, dass der Norden einfach sagt, wir brauchen diesen radikalen Süden nicht. Im Süden gibt es die Rabbiner und die leben alle im Mittelalter und die verdienen nur Geld mit ein bisschen Tourismus. Wir programmieren hier iPhones, machen hier große Hightech und wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben. So war es auch damals, ähnlich bei Rehabeam und Jerobeam, da hat sich auch der Norden vom Süden abgespalten. In der Endzeit wird das wieder so sein und der Norden wird dann einen Bündnispartner suchen. Die werden irgendwo versuchen, in ein Bündnis zu kommen, um sich gegen diese feindliche Umwelt dann auch zu behaupten. Und die werden einen Bündnispartner finden in Damaskus. Aus Damaskus kommt der Antichrist. Ja? Der Antichrist ist das Tier aus dem Meer. Ja? Aus dem Meer im Gegensatz zum Tier aus dem Land, da kommen wir gleich zu. Das Tier aus dem Meer ist der Antichrist, deswegen Meer, weil das Meer für die Völker steht, für die Heidenvölker, für die Völker der Nationen. Während das Tier aus dem Land aus Israel kommt. Wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf, wer dieses Tier aus dem Land ist. Aber dieses Tier aus dem Meer ist ein Bild für den Antichristen und der Antichrist ist ein Grieche, stammt von den Griechen, nicht von dem heutigen Griechenland, sondern von dem antiken Griechenland Alexanders des Großen. Denn auf Alexander den Großen folgten die Diadochenkönige, vier Diadochen, das waren seine Generäle, die folgten auf ihn, Kassander, Lysimachos, Seleukos und Ptolemäus. Deswegen hat dieses Standbild auch nicht zwei Beine, sondern Schenkel, ja, seine Schenkel aus Eisen. Ein Standbild hat vier Schenkel, wie jeder Mensch auch, zwei Oberschenkel, zwei Unterschenkel. So gab es auch vier Generäle, die auf Alexander den Großen folgten, zwei mächtige, wenn man so will, die Oberschenkel, und zwei weniger mächtige, Kassander und Lysimachos, die Unterschenkel. Die Oberschenkel waren Seleukus und Ptolemäus. Und diese Linie des Seleukus, die Seleukiden, ja, die sind daraus entstanden, die wird in Daniel 11 gezeigt bis zu Antiochos Epiphanes. Antiochos Epiphanes war ein Seleukide, ein Diadoche, ein Nachfolger Alexanders des Großen, ein Grieche. Antiochos Epiphanes war ein Grieche wie Alexander der Große auch. Und in der Endzeit kommt eine Kopie dieses antiken Antiochos Epiphanes. Der wird aus Damaskus sein. Damaskus ist in Syrien. Das antike Syrien kam aus dem Seleukidenreich. Und das wird sich in der Endzeit wiederholen. Syrien wird komplett niedergemacht und gepflügt, ja, habe ich im letzten Video gesagt. Da bleibt Damaskus übrig als ein Stadtstaat, ein kleines Horn. Der Antichrist, der aus Damaskus kommen wird, der ist ein kleines Horn. Der ist schwach. Der sucht auch einen politischen Bündnispartner. Und der findet seinen Bündnispartner in dem nördlichen Teil Israels, in dem abgespaltenen Israel. Deswegen steht in Daniel 9, dass dieser kommende Fürst, der Antichrist aus Damaskus, einen Bund macht mit den vielen, nicht mit Israel, nicht mit ganz Israel, nicht mit Israel bestehend aus Norden und Süden, sondern nur noch mit den vielen, nämlich nur noch mit dem abgespaltenen Norden, der dann gar keine Zeit mehr hat, ein Staatsgebilde zu errichten. Ja? Die endzeitlichen Entwicklungen, die überschlagen sich sozusagen. Und der hat gar keine Zeit mehr, die haben gar keine Zeit mehr, eine Regierung aufzustellen oder ein Parlament zu wählen, ja, sondern dieser Antichrist, der wird als schwacher, kleiner Antichrist, als kleines Horn, einen Bund machen mit den vielen, nämlich mit dem unorganisierten, politisch unorganisierten Norden Israels. Die beiden gehen dann zusammen und dann entsteht was ganz Interessantes, dann entsteht nämlich in der Endzeit genau das, was wir auch in Jesaja 7 haben, im Syro-Ephraimitischen Krieg. Damals hat Syrien und Ephraim Jerusalem angegriffen und belagert.
Und diese politische Struktur aus dem syro-ephraimitischen Krieg, die entsteht auch dann wieder in der Zukunft. Ich weiß nicht, vielleicht in den nächsten Jahren. Wer weiß das, ja, wann das kommt, kann niemand sagen. Aber die Frage ist ja die, Jesus sagt, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Ja? Und dann sage ich immer, ja, Herr Jesus, ich will gerne wachen, aber ich will auch gerne wissen, worauf soll ich denn achten? Und das, worauf wir achten sollen, das erzähle ich euch gerade. Ja? Syrien, speziell Damaskus, noch spezieller der Antichrist, ist also aus der Seleukidenlinie, ja? Aus der Reihe der seleukidischen Generäle, aus der Seleukidendynastie. In der Endzeit wird dieser Antiochos Epiphanes vom Antichrist, wenn man so sagen will, kopiert. Die sind fast deckungsgleich, die machen auch genau das Gleiche, weil nämlich der antike Antiochos Epiphanes Jerusalem verwüstet hat. Und das wird der endzeitliche Antiochos Epiphanes auch tun. Der wird auch Jerusalem angreifen und verwüsten. Weil aber dieser endzeitliche Antichrist mit dem Antiochos so deckungsgleich ist, gibt es eine ganz interessante Sache. Und zwar, wenn man mal in Daniel 11 geht und die Seleukidenkönige zählt bis zu Antiochos Epiphanes, dann sieht man, dass der Antiochos Epiphanes der 8. Seleukidenkönig war, historisch. Aber in der Bibel wird der 2. Seleukidenkönig übersprungen und dann rutscht der Antiochos auf die 7. Stelle und er ist dann praktisch nach biblischer Zählung der 7. König. Die Teile des Kapitels, die aber von Antiochos Epiphanes sprechen, von Vers 22 bis Vers 45, die sind unterteilt, weil die zweite Hälfte von einem zukünftigen Antiochos spricht. Da möchte ich jetzt aber nicht so sehr darauf eingehen. Der zukünftige Antiochos ist der 8. Ja, also nach profaner Geschichtszählung ist Antiochos Epiphanes der 8. Seleukidenkönig gewesen. Nach danielisch-biblischer Zählweise ist Antiochos Epiphanes der 7., weil Daniel einen überspringt. Viele argwöhnen da einen Fehler in der Prophetie Daniels, ist aber nicht so. Gott hat das bewusst so gemacht. Ja? Das heißt, der antike Antiochos Epiphanes ist der 7. und der endzeitliche Antiochos Epiphanes ist der 8. König und der ist auch von den 7, der ist auch von den Seleukiden. Das ist der Antichrist. So ist eigentlich die gedankliche Verbindung zwischen der Offenbarung und dem Buch Daniel. Dann können wir aber sagen, dass in der Endzeit ein Tier ja aufkommt mit 7 Häuptern. Ja, und diese 7 Häupter sind 7 Berge und sind 7 Könige. 5 sind gewesen. Ja, und einer ist, der 6. Und der 7. ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und dann wird der Ekmesos beiseite getan und dann kommt der 8. Dann kommt der Antichrist und der ist von den 7. Dann hätten wir also in der Offenbarung, in der Endzeit, wenn Israel auseinanderbricht und diesen Bund macht mit Syrien, hätten wir dann ein Tier mit 7 Häuptern, auf dem dann das 8. Haupt kommt, nämlich der Antichrist. Dieses Tier hat aber nicht nur 7 Häupter, dieses Tier hat auch 10 Hörner. Diese 10 Hörner sind die, die gekrönt sind und später sind die 7 Häupter gekrönt. Also die Krönchen, die wechseln, ja? Die sind zunächst in die 10 Hörner gekrönt und später die 7 Häupter. Warum hat aber dieses Tier auch 10 Hörner? Dazu muss man wissen, dass, jetzt gehen wir in die Antike. In der Antike war es so, dass es da ja auch schon mal ein Bündnis gab zwischen Damaskus und dem Norden Israels, ja, zwischen Syrien und dem Norden Israels, und das war der Syro-Ephraimitische Bund. Dieser Syro-Ephraimitische Bund ist auf eine ganz bestimmte Weise zustande gekommen, damals, 800, 733 vor Christus. Ist das richtig, was ich sage? Ja, ist richtig, ja. 733 vor Christus, 734, 733 war der Syro-Ephraimitische Krieg. Wie ist das gekommen, dass der Norden Israels mit Syrien im Bündnis war? Das ist so gekommen, dass der damalige israelische König im Nordreich, Pekachja, der wurde von seinem General Pekach getötet. Und Pekach hat sich dann zum König gemacht. Der hieß vorher anders, aber dann hat er sich Pekach genannt, weil Pekachja heißt, Gott öffnet die Augen, mit der Nachsilbe Ja für Yahweh. Also Pekach heißt, oder Pekachja heißt, Gott öffnet die Augen. Und Pekach hat sich genannt, ich öffne mir selber die Augen. Ja, der hatte also die Nachsilbe Ja für Yahweh hat er weggelassen, hat sich dennoch nach seinem König benannt, ja, um seinen Anspruch damit auch zu verdeutlichen auf die Herrschaft, und hat sich Pekach genannt. Und dieser Pekach, der Sohn Remaljas, dieser Pekach, der hat
mit dem Rezin, dem König von Syrien, einen Bund geschlossen. Und in Jesaja 7 wird dieser Pekach nur einmal erwähnt und später nennt Gott den nur noch ganz verächtlich den Sohn Remaljas. Pekach wird mit Namen überhaupt nicht mehr genannt. Ja. Dieser Pekach kam aus einem Gebiet, das der heutigen der späteren Dekapolis entsprach. Dieser Pekach war General von dem General Pekachia, von dem König Pekachia, in einem Gebiet östlich des Jordans. Auf der Ostseite des Jordans, auf der Ostseite des See Genezareth, da wo auch das halbe Stammesgebiet des Stammes Manasse liegt. Und jetzt wird es interessant. Dann wäre nämlich Pekach ein Tier aus dem Land. Ja, ich mache die Linie nochmal auf. Pekach war ein General von dem König Pekachia vom Norden Israels. Pekach stammt aus einer Gegend östlich des Jordans. In dieser Gegend war später die Dekapolis. Und in der Frühgeschichte der Menschheit, in der Frühgeschichte des Volkes Israel, war dort der halbe Stamm Manasse angesiedelt. Denn Manasse ist ja nur halb über den Jordan ins gelobte Land gegangen. Eine Hälfte des Stammes blieb östlich des Jordan. Wenn aber dieser Pekach aus dieser Gegend stammt, dann ist er ein Tier aus dem Land. Während der Rezin, der König von Syrien, das ist ein Tier aus dem Meer. Das heißt, wir haben in dieser Struktur in Jesaja im Jahr 734, 733 vor Christus schon ein Tier mit einem Tier aus dem Meer und einem Tier aus, oder ein Bündnis zwischen einem Tier aus dem Meer und einem Tier aus dem Land. Das ist sehr alt. Ja, das ist 2733 Jahre alt. Ja, und wir finden das in der Bibel. Das hat mit dem Römischen Reich, ist da überhaupt, das Römische Reich ist überhaupt nicht drin. Das vermissen wir überhaupt nicht, wenn das nicht immer in Daniel reingelegt würde von den Auslegern. Ja. Das heißt, wir haben so einen Bund schon mal in der Antike. Und genau das wird in der Endzeit auch wieder auftauchen. Ja, ich gehe davon aus, dass der Norden Israels, ja, mit Tel Aviv, mit den Skyscrapern, den Hochhäusern und der ganzen Wirtschaft da in Haifa und so, wenn der sich vom Süden abtrennt, wenn dieser moderne Staat Israel auseinanderbricht, dass dieses politische Bündnis, ja, diese Notregierung, wenn man so will, dass die von jemandem kommt, der vom Osten des Jordans kommt, aus einer Ostgegend des Jordans. Wer dann in der Endzeit dort ist, das können wir uns mal in einem separaten Video anschauen. Aber ich gehe davon aus, dass es in der Endzeit 100% so sein wird wie in der Antike. 100%. Warum? Weil das der Grund ist, warum Gott diese Nischenentwicklungen in der antiken Geschichtsschreibung in die Bibel aufgenommen hat, weil sich das wiederholen wird in der Endzeit. Genau das wird wieder kommen. Es wird das kommen, was in der Bibel steht. Gott sucht wieder auf, was vergangen ist. Ja? Es geschieht nichts Neues unter der Sonne, sondern Gott sucht wieder auf, was vergangen ist, steht im Buch Prediger, glaube ich, ne? Von Salomo. Dann hätte man in der letzten Zeit ein Tier aus dem Land, denn der stammt aus dem Ostjordanland. Und der usurpiert auch den Norden Israels und diese unstrukturierte Völkermasse, Menschenmenge, die gar keine geordnete politische Struktur mehr hat. Und der wird einen Bund machen mit einem Herrscher in Damaskus. Dann haben wir jetzt natürlich den Assad in Damaskus, ob das jetzt der fünfte oder der sechste ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das wird deutlich werden an einer anderen Sache. Das wird deutlich werden, dass diese Figuren da auftauchen, wenn dieses Bündnis geschlossen wird zwischen Damaskus und dem abgespaltenen Norden Israels. Ja. Dann wird deutlich werden, wer dieses kleine Horn ist, der aus Damaskus kommt. Welcher ob es der Assad ist oder sein Neffe oder Nachfolger oder Sohn oder wie auch immer. Ja. Das wird man dann erst sehen. Das ist das, was kommt. Das sind die Strukturen, die kommen. Und das, was ich jetzt so in so kurzen Worten skizziert habe, ist Inhalt der Videos, ja, die ich gemacht habe. Diese Videos, die sind halt sehr viele geworden und sehr lange, aus einem ganz bestimmten Grund. Das, was ich hier behaupte, widerspricht komplett der Eschatologie, die in der evangelischen, evangelikalen Welt oder auch überhaupt von Christen, wahrscheinlich sogar katholischer Couleur und adventistischer sowieso, vorhergesagt wird. Das widerspricht dem komplett, das, was ich sage. Ja. Und wenn das dem so widerspricht, dann steche ich da natürlich in ein Wespennest rein. Und ich bin nicht angetreten, um mit dem blauen Auge mich dann da vom Schlachtfeld wieder zurückzuziehen, ja, sondern stehen zu bleiben, wie der Paulus mal sagt, ja, und
zu zeigen, an der Bibel zu zeigen, am Bibeltext zu zeigen, dass das, was ich sage, nicht an den Haaren herbeigezogen ist, sondern dass das begründete, kausale Zusammenhänge im Alten Testament speziell hat. Ja, und wenn wir die Endzeit kennen wollen, müssen wir besonders das Alte Testament kennen und die alttestamentischen Linien ziehen ins Neue Testament. Und das habe ich in den Videos gemacht. Und weil das so aufwendig ist, weil ich das so im Detail gezeigt habe, deswegen sind das so viele Videos. Und deswegen habe ich gedacht, ich plaudere da einfach mal ein bisschen drüber, sodass man mal so einen groben Überblick über das hat, was man in den Videos findet. Und um euch so ein bisschen Appetit zu machen, euch die Zeit zu nehmen, diese Sachen auch anzuschauen. Denn wir haben ja heute oft nur sehr wenig Zeit, weil die Nachrichten uns überschwemmen, ja, und zwar von allen möglichen Quellen, die wir da haben. Zum Schluss bleibt nur die Bibel. Ja, wer die Bibel kennt, der hat Licht. Das ist der Grund dafür, warum ich das hier seit 5 Jahren mache. Und ich freue mich drüber, dass ich mich bisher nicht korrigieren musste. Denn die letzten Videos, die ich gemacht habe, Nummer 120, 130, das sind ja insgesamt also nur in dieser Reihe 180, 190 Videos, die müssen ja immer auch noch mit denen übereinstimmen, die ich zu Beginn vor 5 Jahren gemacht habe. Das ist mir wichtig, dass das miteinander passt und nicht einfach aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ja. Und das ist bisher, dank sei Gott, immer noch so, dass ich immer noch zu den ersten Videos stehe, genauso wie zu den letzten. Im Gegenteil, es ist so, dass die letzten Videos, wenn man die kennt, die ersten Videos bestätigen und umgekehrt. Ja, die sichern sich gegenseitig ab. Ja, also wenn ich irgendwas sage über den Antiochus, dann muss das auch im Standbild noch passend sein von Daniel. Also wenn ich am Ende von Daniel was behaupte, dann muss das im Kapitel 1 und 2, wo das Standbild beschrieben wird, auch noch stimmig sein. Und wenn ich was in Daniel aussage, dann muss das auch in der Offenbarung nachher noch wiederzufinden sein und auch passen. Ja? Und wir können die Linie, um das noch zu sagen, von der Offenbarung über die Endzeitreden Jesu zurück bis in Daniel und zurück bis ins Richterbuch und zurück bis in 5. Mose, 4. Mose, können wir die Linie bis ganz, ganz tief ins Alte Testament, bis in die ersten Aussagen, zum Beispiel von der Landnahme Israels zurückführen. Ja, dass Manasse nur halb ins gelobte Land gegangen ist. Damit soll es genug sein. Das, was wir dann in der Endzeit finden, ist ein Tier mit 7 Häuptern. Diese 7 Häupter sind ein Sinnbild für eine Dynastie der Diadochen, die in Daniel gezeigt und aufgezählt wird. Das sind nämlich die 7 Häupter. Der 7. Haupt ist der Antiochus Epiphanes, ja. Und dieses Tier, was kommt, ist ein Bündnis zwischen den 7 Häuptern und den 10 Zehen. Ja? Diese 10 Zehen sind die Decapolis, denn die Gegend, wo der antike Pekach herkam, der antike Sohn Remaljas, das war das Gebiet östlich des Jordans, das Gebiet des halben Stammes Manasses. Und in genau dem Gebiet lag zur Zeit des 1. Jahrhunderts nach Christus die Decapolis. Und die kommt in der Endzeit wieder. Und dann gibt es ein Tier aus dem Land, denn dieser politische Herrscher kommt von östlich des Jordans, aus dem Gebiet des halben Stammes Manasses, aus dem Gebiet der dann entstandenen Dekapolis. Wie die entsteht, schauen wir uns später an. Der usurpiert diese unorganisierte Volksmenge im Norden Israels, macht sich zu deren Sprecher und politischem Oberhaupt und macht einen Bund mit dem Tier aus dem Meer, aus Damaskus. Und dann haben wir einen syro-ephraimitischen Bund und es geschieht genau das, was wir in Jesaja eigentlich schon sehen. Daran sehen wir, wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, wird es zum Neuen Testament. Das gilt für prophetische Dinge, das gilt aber auch für Jesus Christus, das gilt für das Heil in Christus, das gilt für die Rettung in Christus, die da ist. Und das macht uns fest und beständig und bestätigt das, was wir glauben. Ja? Wir haben sogar, und damit schließe ich, möchte ich gerne noch nachschieben, wir haben sogar das neutestamentliche Bild der Rechtfertigung im Alten Testament. Ja, die Rechtfertigung aus Glauben, dass der Mensch Sünder ist und trotzdem gerecht sein darf in Christus. Das sehen wir nämlich an einer ganz bestimmten Stelle, habe ich ja schon mal ein Video von gemacht. Im Alten Testament ist es so, dass jemand, der Aussatz hat, unrein war. Wenn er jetzt aber ganz voll Aussatz war, vom Kopf bis zum Fuß, vollkommen voller Aussatz, dann sollte der Hohepriester ihn rein sprechen. Und das ist das, was wir im Neuen Testament an Rechtfertigung finden. Solange der Mensch sagt, ja, ich bin eigentlich so, bin ganz okay, ich habe da und dort ein bisschen Aussatz, da und dort ein paar Sünden, ein paar Mängel, ein paar Fehler, haben wir ja alle. Ja? Solange ist er unrein.
Aber wenn der Mensch sich durch Gottes Geist als Sünder empfindet und erkennt, dass er nicht nur Sünde tut, sondern Sünder ist, im Bild, dass er von oben bis unten voller Aussatz ist und in Christus rein ist und durch Christus gerechtfertigt sein darf, dann ist er rein. Ist das nicht wunderschön? Ich freue mich da einfach drüber. Das ist wunderschön. Ja, das ist die Wahrheit aus Gottes Wort im Alten Testament. Deswegen sage ich, wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, wird es zum Neuen Testament. Und zwar in heilsgeschichtlichen Sachen, in prophetischen Sachen, genauso wie in neutestamentlichen Dingen der Rechtfertigung. Das ist Gottes Wort. Ich schließe hier. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.